Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier vom GTA 5 Story Modus. Wir sind hier beim guten alten Lester am Start. Und ja, der hat sein Büro ein bisschen aufgeräumt. Da ist jetzt wesentlich weniger Dreck, Schrott und ja, lauter so ein Zeug hat er mal rausgeräumt. Und jetzt geht's hier weiter. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Begib dich zum FIB-Gebäude. Okay. So, fahren wir hier mit unserem schönen Audi, der neue Felgen bekommen hat. Fahren wir jetzt mal zum FIB-Gebäude. Mike, you ready for me at the Bureau? Yeah, it's almost that time, Frank. Link up with Mota and Well. Get the fire truck. Boah, was muss der denn noch rausziehen? Ey, ich könnte kotzen. See, we'll be good to go. Me and Gus will at least. You? I don't know, dog. Nee, ist ja, oh, ist hier oben, okay. So, schnell hier hoch und dann geht's los. Ah, wir können direkt hier vorne parken, okay. Betritt das FIB-Gebäude und begib dich zum Drehkreuz. Okay, jetzt können wir noch laufen. Ich bin gespannt, wie lange. So. Is it your first day? Go through the turnstile and head up. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, cause guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Begib dich zum Aufzug. Ja, wir laufen mal nicht. Das könnte vielleicht ein bisschen Aufsehen erregen. Muss nicht sein. So, FIB, hol dir den Mob. So, begib dich zu den Büros. So, das machen wir ja bis jetzt ganz gut. There you go. Hol dir den Eimer. Begib dich zum nächsten Raum, okay.
Oh, ist das hier jetzt langweilig? Muss ich jetzt hier die ganzen... Och, nee. Oh je, oh ach. Ah, ich hole mir den Eimer jetzt mal mit hier vorne. Den Eimer mit hier vorne hin. Dann muss ich nicht die ganze Zeit so weit laufen. Das muss ja nicht sein. Ja, aber der Story-Modus, der bockt, fand ich richtig, richtig. So. Und noch einmal aufwischen. Platziere die Bombe auf der Toilette. Ah ja, stimmt. Ich kann ja jetzt hier nicht schnell laufen, wenn ich mich X drück dann. Warte, ich will aber den Eimer mitnehmen. Hallo. Naja, dann gehe ich halt ohne. Another janitor? His last one a heart attack or a budget cut? When are you gonna get out of here? When I log my OT for the week. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ah, sehr wahrscheinlich ja. Hier ist die Tür. Hol dir den Eimer. Bring den Eimer und den Mob zurück zum Hausmeisterraum. Okay. Ist ja gar kein Problem, kriegen wir ja hin. Alles easy. Blut, das Putzen ist halt echt arschlangweilig. Ja, so schnell wie wir gekommen sind, verlassen wir das Büro auch wieder. Verlasse das Gebäude. Wir laufen auf gar keinen Fall. Wir gehen schön gechillt. They don't work so hard. We're all leaving in a minute. Wir gehen immer noch ganz, ganz gechillt, nicht laufen. Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people.
We raiding the Bureau. Y'all ready for this? In and out, Holmes. Let's do it. So. Trigger the firebombs, Frank. I'll get my turnout gear on. Huch, der FIB Tower wurde gesprengt. Das ist ein bisschen unrealistisch, dass die Feuerwehr dann so früh da ist. Wir sind als Feuerwehrmann unterwegs. Nice. Betritt das FIB-Gebäude. Oh, hier sieht es aber wüst aus. Gib dich zum Aufzug. Hm, das ist klar. Jetzt fahren die hier noch schön mit dem Aufzug. So. Einfach immer schön hinterherlaufen. Toll, und ich Idiot lauf noch mal runter. Und überhol sie aber trotzdem noch mal. Hol dir das Laufwerk, okay. So. Das Laufwerk, wo haben wir es denn? Ah, okay. Okay. So, jetzt müssen wir aber Zeit, dass wir hier rauskommen, weil sonst wird's kritisch. Huch, Brüder, mach nicht so schnell. Folge deiner Crew. Ah, die sind hier rein. Okay. Bleib von der Tür weg. Huch, Leute! Man sieht hier aber auch echt fast nix, ne?
Ah ne, da sind wir falsch. Okay, wir müssen hier rein. So. Aha. Jetzt hört er nicht mehr allzu viel, okay. So, dann hier raus, come on. Geh rüber. Ich hab nicht mehr allzu viel. Müssen wir jetzt. Hallo? Ah, hier. So. So, ist aber gut, dass wir jetzt nochmal alle zusammen sind. Klar, den einen haben wir zurückgelassen, weil er gestorben ist bei der Explosion. Das war nicht nur minimal knapp. So. Und begib dich zum Feuerwehrwagen. Aha. Mhm. Naja. Ist auch gar nicht auffällig, ne? We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, gut, 700 Meter noch. Any minute they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Unfall bauen. Wir müssen so viel Zeit rausholen, wie es geht. Shit, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, the feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? Nee, warte, warte, ich fahre noch ein bisschen vor. So, hier ist besser. Und jetzt zerstöre den Feuerwehrwagen, oder wie?
Aber wir machen das mal anders so. Kanister. Feuerwagen zerstören. Okay, gar kein Problem. Schnell zum Fluchtfahrzeug. Ja, die haben alle Zeit der Welt. Wir parken einfach mal gerade hier bei Franklin in der Einfahrt. Alter, wollt ihr mich verarschen, als ob der jetzt nicht... Kann doch nicht sein hier. Gut, hilft nichts, muss in die Luft gesprengt werden. So, Haftbombe. Okay. Alle einsteigen. Junge, du auch, Kollege. Einsteigen jetzt. Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen. So. Damit hätten wir das ja auch erfolgreich abgeschlossen. I don't like speaking ill of the departed, know what I'm saying? But that dude was in over his head. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we'd carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately, Hugh wasn't really cut out for his work. Oh Gott, ich stelle raus, hier dazu kommt. Und weg hier. Why you say that? So. Man, he told me he was writing a screenplay. Can you give me a copy? I'd like to read it. Why? But you forget, I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the bureau and we produce his picture, there's some free press. So. Ich hasse es, nachts zu fahren. Ich finde das dann irgendwie nicht so gut. Ich fahre lieber tagsüber. Juhu! Oh, Lester hat einen... Ah, Lester, gut, daheim. Okay. Ich hab grad schon gedacht, wo fahren wir denn jetzt hin? So. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Sauber! Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real. Vintage moonshine type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! So.
boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. One way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit back. And I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable. And loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Mission bestanden. Der Büroüberfall. Okay. FIB Budget 33.000. Ja, das ist ja schon ein bisschen was. Michael hat gar keins bekommen. Okay. Franklin 210.000. Ja, damit kann man arbeiten. So, wo geht's denn weiter? Ja, hier ist gar kein Punkt. Aber ist auch egal, denn wir sehen uns eh erst im nächsten Part wieder. Bis dahin, auf jeden Fall, bleibt gesund und tschüss. We hit the bureau for you, Dave.